Spotify ist einer der bekanntesten und beliebtesten Premium-Musikanbieter. Und ich zeige euch heute, wie ihr Spotify Premium mit 70 bis sogar 90% Rabatt bekommt, je nachdem natürlich auch, wo ihr lebt. Und wenn ihr wissen wollt, was das kostenfreie Spotify von dem Spotify Premium unterscheidet und auch ein paar Dinge, die ihr dort vielleicht beachten solltet, wenn ihr hier das Angebot annimmt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn euch grundsätzlich solche Themen interessieren, dann lasst mir auf jeden Fall auch ein Like da und subscribe zu meinem Channel. Die Methode, die ich euch heute zeige, geht ohne VPN. Das heißt, es ist für alle, die keine Lust haben, sich ein VPN erst zuzulegen oder die ganze Methode nicht so richtig funktioniert. Und für alle, die wirklich sehr, sehr schnell einfach Zugang haben wollen zu Spotify oder auch irgendwelchen anderen Premium-Streaming- oder Musikanbietern. Und das alles geht mit der Webseite von Gumsco. Und da seht ihr schon, dass Spotify hier aktuell $3.33 kostet und wir hier auch zahlreiche andere Premium-Anbieter haben, wie Netflix, YouTube Premium, also für alle, die keine Werbung mehr auf YouTube sehen wollen, Disney Plus, Paramount, Tidal, Deezer und auch für VIP-Mitglieder haben sie jetzt neu Amazon Prime Video, IPTV, aber auch sogar Office 365. VIP-Mitglied heißt im Endeffekt, dass ihr schon Bestandskunde seid. Das heißt, ihr habt hier schon mal irgendetwas vorher gekauft. Und das kann auch nur für einen Monat sein und dann seid ihr automatisch hier sozusagen VIP-Mitglied und könnt dann auch entsprechend Amazon Prime zum Beispiel oder Office 365 hier mitnehmen. Spotify kostet aktuell in Deutschland, glaube ich, 9,99 €. Hier habt ihr halt $3.33. Das heißt, ihr habt über 70% gespart. Ihr geht dafür einfach hier auf Purchase Now, sucht euch aus, ob ihr 3 oder 12 Monate das abschließen wollt und dann gebt ihr hier als Promocode noch einmal Great ein. Klickt einmal auf Apply, dann bekommt ihr nochmal ein kleines bisschen zusätzlich Rabatt. Und dann könnt ihr auch schon auf Payment gehen und ihr habt hier auch relativ viele Zahlungsmethoden, die ihr wählen könnt. Sowohl Kryptos, aber auch Stripe, sämtliche Kreditkarten, Google, Apple Pay könnt ihr hier euch auswählen. Und ich habe das bereits gemacht, denn ich möchte euch noch etwas zeigen, wie das hier konkret abläuft und worauf ihr achten müsst und wie ihr das dann am besten handhabt. Doch vorher möchte ich euch noch einmal kurz erklären, was hier der Unterschied zwischen dem kostenfreien Spotify ist oder Spotify Premium. Denn ihr könnt Spotify kostenfrei nutzen, jedoch habt ihr dann Werbung mit eingeblendet. Ihr habt den Shuffle-Modus aktiviert, das heißt, ihr könnt nicht auswählen, welches Lied als nächstes kommt, sondern es wird ja durchweg einfach nächstes Lied ausgewählt. Und ihr habt auch nicht die beste Audioqualität. Und deswegen empfehle ich für Leute, die Spotify wirklich nutzen und hier noch keinen Musikanbieter haben, hier Spotify Premium zu nehmen. Ihr habt dort keine Werbung mehr. Ihr könnt euch da die Musikliste selbst natürlich aussuchen. Das heißt, ihr seid nicht am Shuffling sozusagen gebunden. Ihr habt Zugang zu Radio für jeden, den das interessiert. Ihr könnt immer wieder natürlich unlimitiert das nächste Lied wählen oder nochmal neu spielen. Das habt ihr auch im kostenfreien Modus nicht. Da seid ihr limitiert, wie oft ihr sozusagen ein Lied überspringen könnt. Ihr könnt sogar auch Musik offline hören. Und für alle, die ein bisschen mehr reisen, auch ihr könnt dann weiterhin Musik hören, wenn ihr im Ausland seid. Im kostenfreien Modus ist das nur 14 Tage im Ausland möglich und danach nicht mehr. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier Spotify schon einmal gekauft und habe jetzt hier noch 22 Tage am Laufen und auch einige andere Premium-Anbieter habe ich hier gekauft, um das alles für euch einmal zu testen, wie das konkret abläuft. Denn je nachdem, welchen Premium-Anbieter ihr euch wählt über Gumsco, könnt ihr manchmal eure eigenen Accounts komplett behalten, wie zum Beispiel, wenn ihr YouTube Premium abschließt oder auch bei Office 365, denn dort läuft das über so ein Art Familienaccount und bekommt da dann einfach Zugang in diese Gruppe und habt dadurch dann auch automatisch die Premium-Mitgliedschaft. Bei Spotify ist das anders. Dort bekommt ihr einen Account zugeteilt. Das heißt, ihr meldet euch hier einmal mit dem Account an, mit der E-Mail-Adresse, die euch angezeigt wird und mit dem Passwort. Nun ist natürlich die Frage, ja, aber ich möchte gar keinen neuen Account, denn ich habe ja meine Playlist schon bei Spotify. Und genau das möchte ich euch jetzt noch zeigen, wie ihr eure Spotify-Playlist von euren alten Account sozusagen in den neuen Spotify Gumsco-Account hochladet. Um unsere Playlist vom bestehenden Account zu dem Gumsco-Account zu übertragen, müssen wir uns natürlich erstmal in unser alten Spotify-Account einloggen. Ich habe keinen alten Spotify-Account, deswegen logge ich mich hier einmal schnell bei Gumsco ein, um euch das zu zeigen. Wenn ihr dann also in eurem alten Account eingeloggt seid, geht ihr einmal auf die Playlist, die ihr halt jetzt exportieren wollt. Klickt ihr einmal auf diese drei Punkte hier, geht auf Share und Copy Link to Playlist und dann könnt ihr euch ausloggen, euch in einen neuen Shopify-Account einloggen mit den Accounts, mit den Credentials, mit den Zugangsdaten von Gumsco und gebt das einfach dann in einem Browser ein.
nachdem ihr euch eingeloggt seid und könnt dann hier entsprechend die Playlist auch wieder hinzufügen. Wenn ihr dann in eurem neuen Spotify-Account eingeloggt seid, also in dem von Gamsco, wo ihr die Zugangsdaten von Gamsco direkt bekommen habt, dann klickt ihr die URL, die wir gerade von der Playlist kopiert haben, in den Browser und dann öffnet sich die Playlist, die ihr hier gerade kopiert habt. Und dann geht ihr wieder hier auf diese drei Punkte und geht einmal auf Create Similar Playlist. Weil wie ihr hier seht, ich habe noch keine Playlist da. Create Your First Playlist, das heißt Create Similar Playlist, geht ihr einmal rauf. Und dann seht ihr schon, dass das hier jetzt nun kopiert wurde. Jetzt könnt ihr natürlich die Playlist anpassen, wie ihr wollt. Musik wieder hinzufügen, wegnehmen und dann im gleichen Prozess auch mit anderen Playlists machen, wenn ihr mehrere auf Spotify hier gesammelt habt. Das war es im Endeffekt auch schon, wenn ihr euren alten in den neuen Account hier migrieren wollt. Wenn euch das interessiert, dann findet ihr den Link wie immer unten in der Beschreibung. Vergesst nicht, auch den Bonuscode GREAT mit einzutragen und euch damit nochmal ein paar extra Rabattprozente zu sichern. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, subscribe zu meinem Channel und dann sehen wir uns im nächsten Video.